Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir wieder mal einen Follow-up-Gast, den lieben Sammy El Makarem. Sammy, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Wir haben ja vor einem halben Jahr schon gesprochen und das Follow-up-Format ist ja für Personen, wo im Nachhinein das Interesse dann noch gekommen ist, dass wir nochmal eine Episode produzieren sollen. Deswegen sitzt der Sammy heute wieder bei uns. Heute werden wir weniger über Business und sowas sprechen, wo wir es, also so Gründungsphasen, sondern heute werden wir sehr, sehr stark über das Business von dir sprechen und zwar Förderungen 2023, gefühlt das Förderjahr. Es gibt wahnsinnig viele Förderungen und ein bisschen Mindset, das verbindet uns beide ja sehr, Persönlichkeitsentwicklung, dafür brennen wir. Sammy, wie bist du überhaupt zur Thematik Förderungen gekommen und was fasziniert dich so an der Thematik Förderungen? Also ursprünglich bin ich auf das Thema Förderungen gekommen durch meinen Steuerberater. Okay. Ja, der hat mir so 2017 zu mir gesagt, hey Sammy, du stellst deinen ersten Mitarbeiter an in dein Einzelunternehmen. Lass dir den fördern. Lass dir den fördern. Sag ich, okay, wie funktioniert das? Was heißt ja. Fördern? Ja. Noch gar nicht so wirklich am Schirm gehabt. Und und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich kriege für meinen ersten Mitarbeiter 25% des Bruttolohns ein Jahr lang, ja, weil er vorher auch beim AMS war, knapp so. drei, vier ja. Wochen beim AMS war. Und somit hat es funktioniert. Und dann dachte ich mir, hey, cool. Da gibt's Geld. Mhm. Förderungen. Und dann habe ich halt recherchiert, gelernt etc. Habe das für Kunden angewendet, also noch gar nicht so mit einer eigenen Förderagentur. Mhm. Und und so hat sich das Ganze entwickelt. Was mir dabei Spaß macht, ist also die Freude daran. Ja? Also natürlich das ganze Bürokratische und so weiter. Viele Menschen mögen das nicht. Ja? Der Bürokratieaufwand, Richtlinien lesen, Einreichung, Abrechnung, das Ganze mit der Förderstelle kommunizieren. Konzept entwickeln, wahnsinnig viele Seiten, richtig. Kostenstrukturen aufstellen. Ja? Du musst dich ja auch auskennen in verschiedenen Geschäftsmodellen. Ja. Du musst dich auskennen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Ein Friseur, wie funktioniert der? Ja. Gastronomie, wie funktioniert der? Aber vom Grund, also vom Fundament auf. Aber nicht nur vom Fundament, sondern auch, wie funktioniert ein Veganerladen oder jetzt Schnitzelhaus oder ja. so. Ja, also wirklich ja. auch die Unterschiede. Oder ein Friseursalon. Oder Friseursalon, Friseurbetrieb, Barbersalon. Also ja. ich habe eine Kundin zum Beispiel im 21. Bezirk, die macht nur Naturlocken. Mhm. Ist wieder was anderes. Ja, auch ein Friseur. Eine Nische. Eine Nische ja. Genau, ja. ja. Und wie du schon sagst, Konzeptentwicklung, auch Projekte förderbar gestalten und so, das macht natürlich Spaß. Mhm. Für viele ist das sehr trocken, aber am Ende des Tages ist halt eines sehr schön, wenn der Kunde das Geld bekommt. Das stimmt. Wir sind ja stetig im Austausch und du machst auch bei mir gefühlt jede Förderung. Jetzt ist meine Frage, du sagst oder hast gesagt, auch auf TikTok und ist eh alles verlinkt von dir, schaut es da gerne vorbei, 2023 das Förderjahr. Es gibt auch für viele private Personen Förderungen. Warum ist das so und was für Förderungen, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab und welche Förderungen würdest du jedem empfehlen zum Beispiel? Genau, also gibt es da welche? Ja, also in erster Linie auf jeden Fall unbedingt abonnieren auf Instagram und TikTok. Ja. Der Förderminister. Der Förderminister. guter Spitzname, ja. ja. Und das Ganze ist so aufgebaut, man muss diese Förderlandschaft aufspalten in Unternehmensförderungen okay. und Privatförderungen. Ja. Ja. Privatförderungen gehen vom Kleinbereich, wie es halt jetzt aktuell üblich ist, so Heizkostenzuschuss oder irgendwelche Kindergelder, Schulstartgeld und so weiter, 100 Euro da, 200 da oder Stadt Wien bis zu 700 Euro für Heizkosten etc. Mhm. Und dann geht es rauf halt bis zum Beispiel Wärmepumpentausch, wo man 7.500 Euro bekommen kann als Privater. Und das sind so die Förderungen für private Leute. Mhm. Und dann trennt sich das Ganze auf Unternehmensförderungen. Okay. Im Unternehmensförderbereich ist es so, dass du immer eine Förderung für ein Investitionsvorhaben bekommst. Okay, das ja. heißt, ich brauche irgendeinen Auftrag oder irgendwie eine Idee? Ja, oder für dich Auftrag nicht. Du musst selber mal sagen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel her. Okay, ich ja. nehme jetzt dein Beispiel her. Ja. Ja. Podcast-Agentur. Erstellt Podcasts für andere Unternehmen, ja. baut die auf etc. Wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest deine Zielgruppe erweitern, du möchtest hergehen und sagen, du möchtest jetzt diese Podcast-Agentur auch für kleine Menschen zugänglich machen, das heißt für den Privaten, der vielleicht einen privaten Podcast mhm. starten will von mhm. zu Hause aus und der sitzt in Deutschland, mhm. der Kunde und wir hier in Wien, mhm. Du möchtest einen Online-Kurs entwickeln, eine Online-Academy für deine Podcast-Agentur. Mhm. Dann kann man hergehen und sagen, okay, das ist eine Erweiterung meines Geschäftsfeldes mhm. oder meiner Geschäftstätigkeit. Ich entwickle auch dadurch eine neue Dienstleistung oder ein neues mhm. Produkt. Einen neuen Zweig meines genau. Geschäftes, ja. Einen neuen Zweig möchte ich erschließen. Dadurch habe ich einen höheren Umsatz.
kann einen neuen Markt erschließen, also den deutschen Markt, mhm. Schweiz, Deutschland. Neue Mitarbeiter schaffe ich damit. Genau, neue Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen. Und grundsätzlich wird dadurch das Unternehmen besser dargestellt, ja, oder auch krisensicherer gemacht, weil du jetzt das Ganze auch online abwickeln kannst oder Zielgruppen online erreichen kannst. Mhm. So, und dann kann man hergehen und sagen, okay, gibt es dafür eine Förderung, weil du hast Kostenaufwand. Vielleicht brauchst du eine externe Firma, die diese Mitgliederplattform aufstellt. Programmiert, wie auch immer. Programmiert, ja. Vielleicht die Videos abdreht, hochladet, PDFs dazu erstellt, was auch immer. Brauchst neues Equipment auch noch dazu, vielleicht irgendeine Video-Wall oder so, wo du das herzeigst. Und dann kann man sagen, okay, ich habe einen Kostenaufwand, sagen wir mal von Hausnummer 10.000, 15.000 Euro für das Ganze. Und gibt es dafür Förderung? Dann kann ich dir sagen, okay, da können wir schauen. Wir können schauen, welche Förderungen es bundesweit gibt oder jetzt in der Stadt Wien. Und können dann hergehen und sagen, okay, da gibt es eine Förderung mit 50% Quote, Förderquote. Medienförderung zum Beispiel? Medienförderung unterliegt aber auch einem Wettbewerbsprinzip. Okay. Ja, es gibt Förderungen, die unterliegen einem Wettbewerbsprinzip und manche nicht. Okay. Ja, sind Tischentscheidungen, Einzelgenehmigungen. Okay. Und dann kann man sagen, okay, dafür gibt es eine Förderung in Höhe von 50%. Also von den 15.000 Euro werden 7.500 gefördert, zum Beispiel. Und ja, so funktioniert das. Das heißt, du hast einen Plan, was du im Unternehmen verbessern willst, vergrößern willst und so weiter, skalieren möchtest. Und dafür wird geschaut, welche Förderung gibt es, ob es eine gibt. Mhm. In den meisten Fällen gibt es eine. Und jetzt meine Frage, die meisten Leute, oder so jetzt auch in meinem Umfeld, die wissen entweder nichts über eine Förderung oder kennen sich allgemein in dieser Thematik gar nicht aus oder haben Angst, so eine Förderung in Anspruch zu nehmen, weil, keine Ahnung, das muss ich dann eventuell zurückzahlen und solche ganzen Sachen. Warum glaubst du, setzen sich so wenige Leute mit Förderungen auseinander und warum ist da jetzt nicht so viel, sage ich jetzt mal, Aufklärung in dem Bereich? Will der Staat Österreich nicht, dass man das überhaupt weiß, diese Förderungen? Oder wie ist so dein Empfinden auch bei deinen Kunden? Wissen die das alles und kennen die sich alle aus oder Unwissenheit? Unwissenheit und Blockade. Schau, warum Blockade? Blockade aufgrund von Angst, ich muss was zurückzahlen. Okay, woher kommt das? Corona, Steuergeld etc. Okay. Das ist immer so, okay, eine Förderung bekomme ich, aber die muss ich ja dann wieder zurückzahlen. Das ist das Hauptargument. Oder man bindet sich an irgendetwas oder so. Genau, also, ja, das ist immer eher so, ich baue mir dadurch eine Verbindlichkeit auf oder ich muss das wieder zurückzahlen oder sonstiges. Das ist so der erste Gedanke eines jeden und die meisten Kunden fragen mich das auch. Wann muss ich das wieder zurückzahlen? Sage ich, Wir konzentrieren uns klar auch auf Fördermittelkredite, aber in erster Linie konzentrieren wir uns darauf, Zuschüsse zu generieren. Und ein Zuschuss bedeutet, Definition, ich bekomme für eine Investition einen Geldzuschuss. Das heißt, ich bekomme Geld. Mhm. Ja? So einfach erklärte Definition. Mhm. Und diesen Zuschuss muss ich nicht zurückzahlen, außer ich verwende das Geld anders oder die Zweckzuwendung ist anders gegeben. Oder die Firma geht im ersten Jahr vielleicht, oder wird verkauft im ersten Jahr, da gibt es auch so. Da musst du zurückzahlen oder so. Genau, also es gibt immer einen Widerspruch oder ein Widerrufsrecht der Förderstelle, aber das steht alles in den Richtlinien drin und ich kläre das auch meistens, oder ich kläre die Kunden auch meistens auf in dem Bereich. Aber das ist kaum vorgekommen. Okay. Ja? Okay. Weil man holt sich ja nicht eine Förderung, damit man am nächsten Tag die Firma verkauft. Ja, das stimmt. Wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen verbinden würde, mit Mindset, Geldsystem. Viele Leute können sich das vielleicht auch von den Glaubenssätzen her nicht vorstellen, dass sie einfach Geld bekommen für eine Investition, beziehungsweise bekommen einfach von der Stadt Wien oder vom Staat Österreich Geld. Wie hast du diesen Glaubenssatz überwunden und allgemein, wie denkst du über Glaubenssätze und dieses ganze Geldsystem, dass du dir von irgendjemandem einfach Geld ausborgen kannst oder halt einfach Geld bekommst als Förderung vom Staat? Also dumm ist der gibt, aber noch dümmer ist der nicht nimmt. Das stimmt. Guter Aufhänger. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, an Fördergelder zu bekommen, das heißt, wenn ich von jemandem Geld bekomme, egal ob das jetzt eine Förderstelle ist oder ein Investor, dann sollte ich da zugreifen. Logisch, ja. Also eine Förderung ist ja dazu da, um A, für Stabilität im Unternehmen zu sorgen und B, natürlich für Liquidität und C, für Wachstum. Mhm. Für das ist die Förderung da. Die sind nicht dazu da, um Unternehmen, um liquiditätsschwachen Unternehmen dabei unter die Arme zu greifen, dass sie es überhaupt schaffen. Ja. Sie sollen einfach einen Liquiditätserhalt in der Firma aufrechterhalten. Mhm. Und das ist wichtig, dass die Leute das verstehen. Weil, schau mal, warum soll ich jetzt hergehen und sagen wir mal, ich habe jetzt mit meiner Firma 50.000 Euro erwirtschaftet, die hat 50.000 Euro am Bankkonto, warum soll ich denn jetzt hergehen und sagen, okay, für meine Investition muss ich 20.000 Euro tätigen, die sind weg, anstatt ich hergehe und sage, okay, die Hälfte ich tätige 20, genau, die Hälfte wird gefördert oder 10% sogar 10%, wenn du 2.000 bekommst.
jede Liquiditätsschonung des Unternehmens ist ein Pluspunkt. Ja. Weil was baut denn ein Unternehmen sauber auf, langfristig auf, womit kannst du skalieren? Mit Geld. Und deswegen sollte man dieses Mindset komplett umschiften und alle meine Kunden verstehen das und auch mittlerweile auf Instagram, TikTok, ja, überall. Die Leute sehen, okay, es gibt Geld, es liegt auf der Straße, der Staat verschenkt Steuergelder, die man sowieso immer wieder zahlen muss. Jedes Unternehmen, jeder Mensch zahlt Steuern. Muss Steuern regelmäßig zahlen, ja. Du kommst auf die Welt und kriegst eine Steuernummer. Ja. Jeder Mensch zahlt Steuern, holt sich das Geld zurück. Es liegt auf der Straße. Wie gesagt, der, der gibt, ist dumm und noch dümmer ist der, der es nicht nimmt. Mhm. Das ist ein Spruch, den verwende ich sehr gern, weil das Geld auf der Straße liegt und man sollte es wirklich beanspruchen. Es ist kein Aufwand. Es ist kein, du bist dadurch nicht schlechter, nicht besser. Es ist einfach da, Punkt, aus, Ende. Voll, voll. Und es ist ein Nutzen oder ein Asset, das man, natürlich, wo man, woran, ja, wo man davon, natürlich, profitieren kann, oder? Am Ende des Tages. Natürlich. Ja. Wenn ich mal anschaue, zum Beispiel die Stadt Wien. Du kriegst für Geschäftslokale, wenn du ein Geschäftslokal eröffnen willst, bis zu 85.000 Euro. Mit einem guten Konzept. Standardkonzepte, Friseursalon, weiß ich nicht, egal, ihr Restaurant, die es eh schon Tausende gibt. Bis zu, das ist bei uns Standard, 35.000 Euro, die wir da für den Unternehmer rausholen. Mhm. Für Digitalisierung 50% bis 20.000 Euro kriegt er 10.000 zurück. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Wenn ich schon, also ich muss sowieso schon anschaffen, Registrierkasse, vielleicht ein digitales Kamerasystem, ein digitales Bestellsystem über meine Webseite, Reservierungstool, all diese Dinge und die kosten mich dann, sagen wir mal, Hausnummer 20.000, dann gehe ich doch her und hole mir dafür. Ich kann die Hälfte fördern lassen, ja, oder was auch immer, 10%, 20%. Richtig. Digitalisierung 50%, bauliche Maßnahmen 50%, Einrichtung 10%, all das ist viel Geld. Und vor allem, wenn es um hohe Summen dann geht, ja. Wenn du bei 100.000, 10.000 zurückkriegst, sind das 10.000. Das ist eine super, super Sache, ja. Das ist eine super Sache. Als Beispiel, ja. Und da sprechen wir jetzt wirklich von Kleinförderungen. Wir machen ja auch große. Wir machen große Förderungen. Für große Firmen, ne? Ja, Betriebe. Für Betriebe, Betriebshallen, Fernsehsender. Also auch diese berühmten Medienförderungen, die da ja ein bisschen auch in den Dreck gezogen wurden. Ja, in den Medien waren. Wir machen Betriebshallen, wie schon gesagt, große Sachen. Mhm. Ja. Da würde mich jetzt auch natürlich interessieren, jetzt als junges Unternehmen, gerade auch zum Start, da kennt man sich natürlich nicht aus. Was ist deine Intention und wie willst du für mehr Transparenz im Markt sorgen? Du bist sehr, sehr stark auf TikTok, du bist sehr, sehr stark in den sozialen Medien, aber was ist so deine Vision, wohin willst du mal? Willst du vielleicht mal in die Politik gehen und überhaupt wirklich den Posten Förderminister erschaffen? Also ich glaube, sowas gibt es ja noch gar nicht. Was ist so deine Vision? Warum machst du das Ganze? Genau aus dem Grund, was du mich vorher gefragt hast, weil die Leute das nicht wissen. Okay. Ja, die Leute haben keine Ahnung von Förderungen, dass es die gibt, dass die existieren. Die Informationswege sind sehr schlecht. Durch Corona auch Fehlinformationen bekommen. Jeder glaubt, man kriegt Förderungen, ohne was tun dafür zu müssen. Ja. Haben auch Angst, um das zurückzuzahlen. Also das kommt alles irgendwo her. Das sind Glaubenssätze. Und meine Vision ist, in Österreich eine Förderlandschaft zu schaffen, wie es zum Beispiel in Deutschland ist. Okay. In Deutschland hast du einen ausgebildeten Fördermittelberater als anerkannten Beruf. Okay. Nur Fördermittelberater, so wie es den Steuerberater gibt oder den Wirtschaftsprüfer, gibt es in Deutschland den Förderberater. Das gibt es hier nicht. Ich bin der Einzige am Markt, der eine Ausbildung dafür anbietet in Österreich oder angeboten hat. Es ist einfach, irgendwann kannst du nicht mehr so viele Ausbildungen machen. Ja? Ja, ich mache zwar noch, wenn ein Unternehmen anfragt, ja, genau, ob es eine Schulung gibt, dann mache ich sowas. Für Management-Ebene, so fundamentale Schulung. Das ist halt meine Vision, in Österreich etwas zu schaffen, auf politischer und wirtschaftlicher und politischer Ebene, Wirtschaftsebene und natürlich auch gesellschaftlich, dass die Leute sich da auskennen. Mhm. Und in Deutschland ist es mittlerweile so weit, da gab es letztes Jahr im Dezember, also vor 2021, Dezember, eine Ausschreibung für den Aufbau einer einheitlichen Förderplattform in Deutschland. Okay. Budget dafür von der Bundesrepublik Deutschland bereitgestellt, 10 Millionen Euro, um das zu vereinheitlichen. Und um nicht, dass man das einfach alles aufgelistet sieht und nicht auf einer Plattform und nicht einen Fleckerlteppich mit 100.000 Förderstellen, wo einfach keiner den Durchblick hat. Ja. Sowas wäre in Österreich auch angebracht. Ja. Wichtig und richtig, wie wir so oft gehört haben, voll. In der Corona-Zeit von unseren Politiker. Und du siehst es auch jetzt wieder. Jetzt in der Energiekrise, nennen sie, weiß ich nicht, Ukraine-Krise, nennen sie, wie auch immer du sie jetzt nennen magst. Da gibt es einen Zuschuss, dort gibt es 100 Euro, Klimabonus da, Teuerungsausgleich da. Kein Mensch hat eine Ahnung.
Ich habe gestern ein Video hochgeladen auf TikTok, es hat schon 100.000 Aufrufe an einem Tag, wo ich das erkläre, dass du da einen Rechner hast, wo du dir ausrechnen kannst. Die Leute haben keine Ahnung. Und jeder will natürlich ein Stück vom Kuchen oder möchte sich das holen, was ihm angeboten wird und ihm zusteht. So. Und deswegen ist meine Vision, wie du schon sagst, ich möchte irgendwann in die Politik gehen, aber ich bin da natürlich ein bisschen vorsichtig. Ich möchte jetzt nicht da irgendwie das Gesicht werden der Politik, sondern ich möchte politisch so weit einsteigen, dass ich etwas verändern kann. Und bewegen kannst, oder? Bewegen fundamental. Kann. Ja. Richtig, genau. Dass man zum Beispiel sagt, okay, man baut eine eigene Förderstelle auf, so wie es ein Bundesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung gibt. Oder im Bundesministerium für Finanzen, also beim Finanzamt, ja, sozusagen eigene Unterstellen gibt. Und da gibt es eine eigene Abteilung, die alle Förderstellen in Österreich im Überblick hat. Oder die... Alles bündelt. Bündelt, ja. Also da hätten wir auch, zum Beispiel, wir hätten bei der Corona-Krise viele Sachen mit der COFAG, mit den Corona-Förderungen, hätte man viel vermeiden können, hätte es das schon gegeben. Ja. Ich habe das kommen gesehen. Ich habe das kommen gesehen, dass da riesige Probleme auftauchen werden. Ja, noch ein Bekannter von mir, der muss jetzt sehr, sehr viel Geld zurückzahlen, weil ihm jetzt gesagt wurde, dass er ja Mitarbeiter hätte entlassen können und die Lager hätten nicht so voll sein können und das ist eine hohe fünfstellige Summe, ja. Das tut weh. Das tut sehr weh, ja. Gehen wir dann zurück, gehen wir vielleicht jetzt ein bisschen auf Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Woher kommt dieser Drang, dass du etwas bewegen willst? Hast du dich das schon mal gefragt? Weil es gibt schon, das muss man schon differenzieren, wir sind da vielleicht in so einer Bubble drinnen, wo wir immer nur Leute haben, den ganzen Tag sitzen wir immer mit coolen Leuten zusammen, die immer mehr bewegen wollen im Leben und auf die Gas geben wollen, aber so sind ja nicht alle Leute. Woher kommt das bei dir? Warum willst du was bewegen? Warum hast du so einen Antrieb? Warum gehst du trainieren? Warum gibst du Gas? Warum willst du den Fördermarkt in Österreich verändern? Woher kommt das? Ich möchte Menschen einfach das Bestmögliche bieten. Ja? Und es geht ja nicht immer nur, das ist ein großes Problem generell im Geschäftsleben, jeder arbeitet nur für Geld. Geld macht dich aber langfristig einfach nicht glücklich. Es ist gut, Geld zu verdienen. Es ist wichtig, Geld zu verdienen. Sicherheit. Also das brauchen wir ja gar nicht drüber reden, das ist fundamental. Du baust ja dein Business auf oder gehst arbeiten, weil du Geld verdienst. So, das ist ein Fundament, ein Grundstock. Und wenn du aber Geld zu deinem Hauptfokus machst, was für Ziele, was für Intentionen hast du dann im Leben noch? Jeder hat andere Ziele. Klar, der eine möchte eine Yacht haben, der andere möchte mit Geld sein Leben finanzieren, seine Familie ernähren können und so weiter. Ja. Das ist zum Beispiel mein Ziel. Ich baue mir alles auf, nicht damit ich jetzt Anerkennung bekomme und Fame und ich weiß nicht was, sondern ich sage dir eins, hätte ich die Möglichkeit zu entscheiden zwischen Anerkennung und Reichtum, jetzt von der Werteskala her, würde ich sagen Reichtum. Mir wäre es wesentlich lieber, die Leute würden mich nicht kennen und ich wäre reich und hätte meine Ruhe, weil ich damit meine Familie und so weiter einfach in Ruhe leben könnte, als Anerkennung. Ja? Also so auf der Wertepyramide. Wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, warum ich diesen Drang habe, ist es ganz klar, ich möchte den Menschen helfen. Ich sehe das ja zum Beispiel TikTok. Es ist ja Aufwand, diese Videos zu produzieren. Ist ja nicht so, dass ich mich vor die Kamera stelle und nichts anderes zu tun habe. Und den Clown machst und so auf ja, alles live und einfach natürlich. So aus dem Nichts redest, sondern da gehört da gehört der Vorbereitung dazu, oder? Du musst ja das wirklich übersichtlich für die Leute darstellen, dass das wirklich jeder versteht. Deine Videos helfen mir extrem, zum Beispiel diesen, was war das, Energiebonus von der Stadt Wien, wo du was? 200 Euro bekommen hast. Geil aufbereitet, super, ich habe mich sofort ausgekannt. Du hast gesagt, ja, der Code ist auf einem Brief, den bekommt man zugesendet. Die wichtigsten Sachen auch herauszuarbeiten, ne? Und ja. Das ist ja wahnsinnig viel Vorbereitung. Natürlich, dich, ja. Das Video haben in Wien alleine 400.000 Menschen gesehen. Ja, das ist stark. Ja? Und das ist eben ein Ziel. Ich möchte nicht, dass die Leute sagen, hey, du bist so cool und so, sondern das Beste. Ich war letztens im Fitnessstudio, spricht mich einer an und sagt, hey, ich kenne dich von TikTok. Nicht, dass er sagt, hey, du bist so cool. Das, was du machst, ist super. Toll. So, und deswegen mache ich das, damit die Leute einfach informiert werden, egal ob das Familien sind, Einzelmenschen sind, ja, alleinerziehende Väter, Mütter, Familien mit Kindern sind und so weiter. Jeder hat das Recht auf ein schönes, erfülltes Leben und damit bereicherst du die Menschen. Schön. Ja, jetzt im Privatbereich. Und im Unternehmensbereich natürlich auch, weil das Geld, was du investierst, das kommt nicht von irgendwo her. Das ist Erspartes, das ist Ausgeliehenes, egal ob privat oder Bank, oder das ist erworbenes Geld durch Umsatzerlöse. Und wenn ich dadurch dem Unternehmer helfe, Geld zu sparen, was gibt Schöneres? Abschließende Frage an dich, 2023, was ist dein größter Wunsch? Für mich? Für dich ganz persönlich.
Es muss, kann wirtschaftlich sein, kann privat sein, was du möchtest. Okay. Drei Lebensbereiche möchte ich 2023 on the top bringen, habe ich mir vorgenommen. In erster Linie natürlich mein Geschäft, mein Business. Ich möchte die Förder- und Finanzvermittlungsagentur, also die FFA GmbH, unser Unternehmen, möchte ich noch größer aufbauen, bekannter machen als die Anlaufstelle für Förderungen. Österreichweit. Ja? Österreichweit, und wie gesagt, ich möchte auch politisch und gesellschaftlich, in der Wirtschaft etc. bekannt sein. Mhm. Ja? Das heißt, ich möchte auch Verbindungen knüpfen, Wirtschaftskammer und so weiter und so fort. Dann der zweite Bereich. Liebe, aufbauen, ausbauen. Und dann der dritte Bereich natürlich Gesundheit. Mhm. Weil all diese drei Punkte ergeben mir ein Dreieck. Diese drei Punkte sind miteinander verbunden für mich. Mhm. Ja? Ich gehe arbeiten, um meine Familie ernähren zu können. Und damit ich meine Familie ernähren kann, brauche ich Gesundheit. Mhm. Das ist das Fundament, ne? Fundament. Und diese drei Ebenen möchte ich einfach gemeinsam so aufbauen. Auf ein neues Level setzen, ne? Auf ein neues Level setzen, abrunden, weil das ist das, was mir wichtig ist. Mhm. Ja? Mich interessiert jetzt nicht, irgendwo, weiß ich nicht, schickimicki essen zu gehen oder irgendwo hin, sondern ich bin jetzt 33 und mit 33 musst du dir denken, okay, was möchte ich im Leben wirklich? Ja? Das stimmt, ja. Das stimmt. Und wenn du das mal weißt, dann arbeitest du dahin. Schöne abschließende Worte, Sammy. Immer wieder ein Genuss, mit dir zu reden. Danke dir, dass du wieder die Zeit genommen hast. Alle Links zum Sammy findet ihr unten in den Shownotes. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag und bis bald hoffentlich. Danke, Daniel. Danke fürs Zuschauen.